Und weiter geht es mit unserem Seminar Einführung in die Korpuslinguistik. Wir wollen uns jetzt mit der Datenbank gesprochenes Deutsch beschäftigen. Die allermeisten Korpora, die wir haben, mit denen wir auch bisher gearbeitet haben, sind ja schriftsprachliche Korpora. Allerdings kommt ja Sprache auch gesprochen vor. Und auch da gibt es inzwischen einige Korpusressourcen und die Datenbank gesprochenes Deutsch ist da auf jeden Fall die umfangreichste. Wir finden dort voll transkribierte Audio- und zum Teil auch Videoaufnahmen und für uns vor allem relevant ist das sogenannte Volkkorpus, das Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch. Wir finden darin 414 Redeereignisse mit umfangreichen Metadaten. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wir müssen uns klar machen, was für einen Aufwand diese Transkriptionen jeweils bedeuten, die tatsächlich von Hand gemacht werden müssen und diese Redeereignisse sind auch teilweise mehrere Stunden lang. Also das ist schon einiges an Material. Wir haben flexible Suchmöglichkeiten, wie wir es von anderen Korpusen an diese Plattformen kennen. Und wir haben auch verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Wir können uns Transkripte anzeigen lassen und auch die zugehörigen Tonaufnahmen und Videoaufnahmen uns dann jeweils ganz passgenau anzeigen und ausgeben lassen. Genau, ich wollte Ihnen das in Aktion zeigen. Das hier ist die Internetseite. Wir müssen uns jetzt zuerst mal hier einloggen und sehen dann hier, können wir mal den Bestand aufrufen. Wir sehen hier, dass es also nicht nur das Volkkorpus gibt, sondern auch alles mögliche andere. Dialogstrukturen, elicitierte Konfliktgespräche, gesprochenes Deutsch im südlichen Afrika und so weiter und so fort. Also alles, was uns das hier, wenn wir was wissen wollen über gesprochene Sprache in verschiedenen Regionen der Welt, gesprochenes Deutsch in verschiedenen Regionen der Welt und in verschiedenen Epochen, dann werden wir hier fündig. Aber wir wollen, wie gesagt, mit dem Volkkorpus arbeiten. Das ist das hier, enthält Daten von 2003 bis 2022. Wir können uns das hier jetzt mal aufrufen, das Volkkorpus, und gehen mal hier auf Ereignisse, dann sehen wir, was hier drin ist. Unterrichtsstunden in der Berufsschule, Spielinteraktionen mit Kindern, Meeting in einer sozialen Einrichtung, ein Prüfungsgespräch, ein Paargespräch, studentische Alltagsgespräche, Tischgespräche, also sehr vielfältig. Nicht nur Alltagskommunikation, sondern auch institutionelle Kommunikation, aber eben alles tatsächlich nicht gestellte, authentische Gespräche, und das macht sie für uns so wertvoll. Gut, die Recherche, also hier sind die Sprecher, wir können dann auch sehen, dass es manchmal auch Videoaufnahmen gibt und Audioaufnahmen und so weiter und so fort. Die Recherche gestaltet sich wie folgt. Hier gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten. Wir können natürlich im Volltext suchen, das würde ich aber tatsächlich nicht so sehr empfehlen, weil hier auch in Metadaten gesucht wird. Wir könnten jetzt hier in den Metadaten suchen, dann finden wir zum Beispiel, können wir sehen, wir möchten nur Sprecherinnen mit einem bestimmten Bildungsabschluss, von einem bestimmten Ort, eines bestimmten Geschlechts und so weiter. Wir wollen aber jetzt tatsächlich eher vom sprachlichen Material aussuchen. Und dazu brauchen wir diese Funktion hier. Wir suchen nach Tokens. Wir können hier jetzt tatsächlich immer nur einzelne Wörter suchen. Also nicht ganze Phrasen oder ganze Sätze, sondern nur einzelne Wörter. Wir können uns dann aber abhelfen, indem wir nachher dann den Kontext noch entsprechend bestimmen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist zum Beispiel Endeffekt. So, wir müssen jetzt erstmal hier schauen. Wir können genau so suchen, wie es transkribiert wurde. Also zum Beispiel hier bei Kanscht, was dann normalisiert, also so wie es dann in einem schriftlichen Text orthografisch korrekt formuliert wäre, wäre es dann kannst und das Lemma können, und wir können auch nach Part of Speeches suchen. Und je nachdem, wonach Sie suchen, empfiehlt es sich eben hier auf der Lemma oder der normalisierten Position zu suchen. Hier müssen Sie schon sehr genau wissen, wie es ausgesprochen wird. Aber auch das kann ja möglicherweise interessant sein. So, wir gehen jetzt mal hier auf Endeffekt. Sie kennen ja vielleicht so die Formulierung im Endeffekt. Wir finden jetzt hier 116 Treffer. So, jetzt gucken wir jetzt erstmal an, wie das hier aussieht. Wir sehen hier diese Quick-Ansicht, die wir kennen. Wir können jetzt hier mal auf dieses Icon klicken. Dann sehen wir ein bisschen Kontext. Wir können das auch noch den Ausschnitt vergrößern.
Und jetzt das Tolle ist, wenn wir jetzt mal hier reinklicken. Eisignal war ja alles korrekt im Endeffekt, ja? Aber ich bin ein Potenzial durch. So, und jetzt schaltet der Transistor durch, dann kommt mein Low-Signal, was messe ich? Genau, wir können uns also hier. Wir können uns also hier tatsächlich die Transkriptausschnitte dann anhören, wie sie im Original geklungen haben. Und wir sehen, hier sind auch die Pausen und so weiter und Husten und so Mikropausen. Das ist alles minutiös transkribiert. Genau, so, und wir sehen jetzt also hier 116 Treffer. Und wir können hier schon sehen, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich in der Vermutung im Endeffekt. Wir können das jetzt überprüfen, indem wir hier auf Kontext gehen und geben mal hier ein Token links. Soll es heißen im. Und wir filtern mal. Und wie viel waren, genau, 3 ausgewählt. Ne? Also nur in 3 Fällen kommt Endeffekt ohne die Präposition im vor. Wir können das jetzt hier filtern und dann sehen wir jetzt also hier 113 Fälle, die genau dieser Formulierung im Endeffekt. Die könnte man jetzt weiter untersuchen, wo wird die verwendet, wie wird die verwendet, wie ist sie syntaktisch eingebettet und so weiter. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich möchte Ihnen eine andere Sache zeigen, denn wir können auch hier die Position bestimmen. Das ist jetzt eine umfangreiche Liste, die erstmal verwirrend ist, aber schauen Sie mal, wir können zum Beispiel höchstens n Wörter nach Beginn eines Beitrags oder nach einem Sprecherwechsel. Oder wir können sagen, direkt vor einem nonverbalen Ereignis oder innerhalb eines Overlaps, wenn also Menschen gleichzeitig reden. Da können wir also tatsächlich in dieser Gesprächsstruktur ganz präzise suchen. So, und das Beispiel, worum es mir jetzt geht, ist das Wort jedenfalls. Sie kennen das vielleicht so, Sie erzählen was und dann schweifen Sie kurz ab oder Sie bekommen eine Rückfrage gestellt. Und dann möchten Sie wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren und das machen Sie dann mit jedenfalls. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ich ging dann so, ne? Also diese gesprächslenkende Funktion von jedenfalls. Und wir suchen es einfach mal insgesamt nach jedenfalls, zunächst mal ohne Einschränkung. Jedenfalls. Und dann sehen wir, wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. Ich glaube nicht, jedenfalls nicht nach dem Modell. So muss es gesehen gewesen sein, jedenfalls. Also jedenfalls Luther. Ne? Das sind also nicht alles einschlägige Fälle für genau diese Funktion von jedenfalls zum Gesprächsthema zurückzukehren. Wir können das jetzt aber mal so machen, dass wir hier nach Position sagen, die höchstens nach einem Sprecherwechsel zum Beispiel. Ne? Sagen wir mal höchstens 2 nach einem Sprecherwechsel. Und jetzt suchen wir nochmal nach jedenfalls. Wir sehen jetzt hier, dass dieses Metadatum hier jetzt in die Suche inkludiert wurde. Das wird jetzt ein bisschen dauern. So, hier ist die Ergebnisliste. Wir sehen jetzt, dass das vielleicht noch nicht ganz hingehauen hat, weil sowas wie bisher jedenfalls ist eigentlich nicht genauso. Wahrscheinlich müssten wir es wirklich eingrenzen auf direkt nach einem Sprecherwechsel. Aber schauen wir uns mal das hier an. Diesen Beleg. Ups. Was erzählst du denn nicht? Wie das? Ich fange an. Der FC Bayern hat gerade. So, Entschuldigung. So, wir gehen hier ein bisschen größer. Das scheint also ein einschlägiger Beleg zu sein. Wenn nicht jedenfalls Alter von Manuel Neuer. Jedenfalls. Erzähl du nicht, nee, erzuldet, nee, nicht. Ne? Also das ist genau diese Funktion, die wir gesucht haben. Okay, ich möchte Ihnen als Aufgabe was anderes aufgeben, nämlich es geht um Weil-mit-Verb-Zweitstellung. Das haben wir besprochen in der Einführungsvorlesung, ein ganz typisches Phänomen für das gesprochene Deutsch. Sie wissen ja, weil ist eine nebensatzeinleitende Subjunktion und Nebensätze brauchen im Deutschen Verb-Letztstellung. Nehmen wir mal sowas wie, er torkelt so, weil er betrunken ist. Da liefert der Weil das einfach die Begründung für das Torkeln. Das ist die Ursache für sein Torkeln. Und ganz grammatisch korrekt, Verb-Letztstellung. Jetzt können wir mal versuchsweise das umdrehen und wir formulieren, er ist betrunken, weil er so torkelt. Das macht natürlich inhaltlich überhaupt keinen Sinn, denn das Torkeln kann nicht die Ursache für das Betrunken
für die Trunkenheit sein, sondern allerhöchstens umgekehrt. Ja? Es gibt aber jetzt einen interessanten Effekt, wenn wir jetzt hier es so formulieren, er ist betrunken, weil er torkelt so, dann sehen wir, dass wir hier eine Verb-Zweitstellung haben, ja? Also in dem, nach dem Feldermodell, dem syntaktischen, weil, dann er wäre die, das Subjekt an der ersten, im sogenannten Vorfeld, und dann kommt im an der zweiten Stelle nach diesem Feldermodell, im zweiten Feld, dann das finite Verb. Er torkelt so, ist eine typische Hauptsatzstruktur, wie wir sie eigentlich in einem Nebensatz mit weil nicht erwarten würden, ist also grammatisch nicht normgerecht. Aber so beginnt es dann wieder Sinn zu machen. Ja? Er ist betrunken, weil er torkelt so. Ganz typisch fürs gesprochene Deutsch. Sie erinnern sich vielleicht, in der Einführungsvorlesung hatte ich Ihnen gezeigt, das ist eine epistemische Begründung. Hier wird also weniger die Betrunkenheit selbst begründet, sondern ich begründe, wie ich darauf komme, dass er betrunken ist. Ich könnte also explizieren, er ist betrunken und darauf komme ich, weil er so torkelt. Ne? Und für solche epistemischen Begründungen haben wir die Verb-Zweitstellung. Mir geht es gar nicht sehr um die Semantik, sondern Sie sollen dann gleich in der DGD versuchen, Belege für Verb-Zweitstellung zu finden. Es gibt noch eine andere Lesart, eine andere Verwendungsweise von Verb-Zweitstellung. Nehmen wir mal sowas wie, beeil dich mal, weil wir kommen sonst zu spät. Hier wird, wir nennen das eine sprechaktbezogene Begründung. Wir haben dann hier sowas wie die Aufforderung, dich zu beeilen. Und dann können wir explizieren, und diese Aufforderung formuliere ich, weil wir sonst zu spät kommen. Auch da verwenden wir häufig im gesprochenen Deutsch Verb-Zweitstellung. Genau, so, und Sie gehen also hier in die, wir stellen die Position erstmal nochmal wieder aus. Wir können jetzt hier nach weil suchen. Und dann sehen wir alles Mögliche, weil das Steuergerät das Runner regelt, weil wir dort die Signalspannung messen. Das sind also ganz normgerechte Verb-Letztstellungssätze. Jetzt versuchen wir nach Verb-Zweitstellung zu suchen. Und es geht auch hier über den Kontext. Und hier müssten wir dann allerdings nach einem Part of Speech suchen. Ja? Also ein finites Verb. Und auf dem Arbeitsblatt gebe ich Ihnen dazu Hinweise in den Tipps, ansonsten können Sie selber ein bisschen knobeln und Sie können dann mal versuchen, in einem bestimmten Abstand rechts oder links können Sie sich dann überlegen, nach einem finiten Verb zu suchen, sodass Sie dann nach Verb-Zweitstellungs ganz gezielt recherchieren. Was Sie dann auch noch machen können, das ist in der Literatur beschrieben, in meinen Beispielen war es ja auch so, ich habe so eine kleine Pause gemacht. Ne? Er ist betrunken, weil er torkelt so. Und auch nach Pausen können wir ja ganz gezielt suchen. Schauen Sie mal hier. Hier, da geht es um Mikropausen. Und auch da können wir dann genauere Recherchen machen. Weitere Hinweise dazu auf dem Arbeitsblatt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke. Ciao.